Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar geht es heute wieder mit Juk in die Freiarbeit. Wie ihr seht, bin ich recht zuversichtlich vom letzten Mal, dass wir das direkt ganz gut hinbekommen. Ich muss sagen, ich bin ihn allerdings gerade auch schon ein bisschen Korrektur geritten, da er ja als Schulpferd läuft. Und da ist es immer wichtig, die Pferde immer mal wieder Korrektur zu reiten, damit sie schön locker bleiben und sicher an den Hilfen bleiben. Deswegen ist er jetzt einmal gut gelockert und ich bin gespannt, was er jetzt sagt. Also die Sticks sind in dem Falle quasi meine Zügel. Das heißt, ich mache das, was ich normalerweise auch mit den Zügeln tun würde, und zwar vorne die Stellung geben. So. Wie er sich immer zu dir drehen möchte. Bei Juk muss man auch noch wissen, Juk ist ein Pferd, der extrem klebt. Und gerade verlässt noch ein Pferd die Halle, das heißt, wir bleiben jetzt alleine zurück. Deswegen fällt ihm das Konzentrieren natürlich jetzt etwas schwerer. Aber ja gut, dann muss er durch. Auch das muss sicher funktionieren. Jetzt wage ich nochmal das rückwärts. Ja. Wenn er auf das Rückwärts nicht reagiert, dann werde ich natürlich recht deutlich, weil das Rückwärts rettet mir im Zweifelsfall mein Hintern, wenn mein Pferd doch mal durchgeht oder irgendwas. Ich brauche schließlich eine sichere Bremse. Deswegen, da geht die Sicherheit vor, da muss ich dann leider auch etwas deutlich sein. Weg bleibt, weil so weit sind wir einfach noch nicht. Das heißt, ich möchte nur, dass sicher meine Lenkung funktioniert, indem ich sage, ich möchte nach rechts. Wie weit wir nach rechts gehen, entscheidet letztlich noch er. Da muss die Feineinstellung einfach noch getätigt werden. Ich musste noch mal kurz absteigen und meine Trense noch mal wieder drauf machen. Wir haben nämlich gerade ein kleines Problem gehabt, und zwar ging unsere Bremse nicht sicher. Das heißt, wir werden jetzt erst noch mal einmal die Bremse kontrollieren, weil die Sicherheit geht einfach ganz klar vor und ich kann ihn dort nicht besser ausbilden, wenn ich ihn nicht korrigieren kann. Und wenn er mir einfach über meine Hilfen drüber wegrennt, dann verliere ich das Ganze und baue mir nur einen festsitzenden Fehler ein. Und heute ist auch erst unser zweites Mal, dass wir überhaupt ohne Trense drauf sitzen. Das heißt, wir sind noch 90% von unserem Weg zur Freiarbeit mit Trense unterwegs und 10% erst ohne. Und der Plan ist, Stück für Stück die Lücken auch zu finden und Stück für Stück alles aufzuarbeiten, dass wir die Trense gar nicht mehr brauchen. Gut, wie man am Hocker auch immer sieht, wenn ich da bin, dann herrscht sofort das Chaos. Wie man gerade sehr schön sieht, er reißt halt sofort den Kopf hoch, wenn ich mit der Hilfe komme. Das hat bei ihm jetzt den Grund, dass er vorhin super entspannt war, weil ein anderes Pferd mit in der Halle war, jetzt nicht mehr. Aber dennoch ist es natürlich kein Grund, der akzeptiert werden kann, weil nur weil sich die Umgebung ändert, hat mein Pferd keine Gefahr darzustellen. Was er zwar so noch nicht tut, aber wenn wir es nicht korrigieren, wo es dann letztlich enden würde. Deswegen arbeite ich jetzt erstmal wieder am Stopp. Das heißt, ich frage ihn jetzt immer und immer und immer wieder, bis dieses Kopfschlagen aufhört. Und erst dann nehme ich die Trense wieder runter. So. Und ein neuer Versuch. Wir haben jetzt gerade
gerade noch mal ein bisschen am Stock gebastelt. Ja, lief nicht so gut. Juk hat sich nämlich so viel aufgeregt, dass er jetzt alleine in der Halle ist, dass ich auch noch mal vom Boden aus kurz mit ihm was gemacht habe, um generell einfach wieder Ruhe reinzubringen. Das war aber langweilig, deswegen haben wir das jetzt nicht gefilmt. Und jetzt schauen wir mal, ob er jetzt wieder zur Ruhe gekommen ist und wieder bereit ist mitzuarbeiten oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ja, wir gehen erstmal gar nicht los. Ja, das war jetzt anstrengend, ne? Wenn man so viel rumhandelt. So, ist er brav. So, jetzt bekommt er auch eine extra lange Pause und extra großes Lob, weil es jetzt einfach wieder funktioniert. Ich bin froh, dass es jetzt wieder besser aussieht. Allerdings möchte ich natürlich jetzt gerne noch mal ein paar Wiederholungen sehen. Wenn es jetzt ein paar Mal gut ist, dann werde ich tatsächlich heute nicht mehr ohne Trense reiten. Maximal noch mal eine Runde Schritt, weil was einfach immer wieder dazugehört, sind leider auch ganz viele Rückschritte, wo man immer wieder an Sachen, die man vielleicht ein bisschen zu faul genommen hat und nicht ordentlich ausgearbeitet hat, ja, nachfeilen muss. Bei mir ist es tatsächlich dies ein Punkt, wo ich absolut zu faul war. Und ja, deswegen bin ich auch nicht ganz so enttäuscht, dass wir jetzt wieder einen Rückschritt haben, weil ich selbst schuld bin. Ja. Auch das gehört dazu. Ja, bitte. Du musst noch mal laufen, ehrlich. Oh. Machen wir das Stopp nochmal an andere Stelle. So. Sehr schön. Der Juk ist einfach ein Pferd, wenn er sich einmal aufregt, dann steigert er sich immer weiter rein. Jetzt versuche ich noch einmal aus dem Trab zu halten. Wenn das auf Anhieb klappt, werde ich sofort absteigen. Einfach, weil es an diesem Punkt das Richtige ist und nur, weil ich gerne zeigen würde, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr ohne alles reiten oder sowas. Das wäre einfach blöd, weil das wäre einfach nur, dass ich es unbedingt zeigen will und es fürs Pferd Quatsch wäre. Und für mich ist immer das Wichtige, dass ich zusehe, dass ich fürs Pferd die richtigen Wege mache, auch wenn wir jetzt hier alles ein bisschen mit euch teilen. Schaue ich trotzdem, dass mein Pferd im Vordergrund steht natürlich und dass ich ausbildungstechnisch die richtige Entscheidung treffe, auch wenn ich zum Zeigen natürlich lieber eine andere treffen würde. So. Streite ihn dabei jetzt einfach ein bisschen mit den Sticks, dass er sieht, die Dinger sind überhaupt nicht schlimm und er muss sich gar nicht aufregen. Ich entlasse ihn jetzt auch einfach, dass er einfach ein bisschen vorwärts gehen kann. So. Was hast du denn? Kitzelt. Gut. Nur ein bisschen. Ich möchte dich gerade kurz konzentriert haben. Was hast du denn da? Jetzt hat er auch noch was im Ohr. Wahrscheinlich will er deswegen nicht laufen. So, und als Loop steige ich direkt ab und erlöse ihn aus der Übung, weil das war jetzt wirklich, wirklich gut. Kein großes Kopfschlagen, außer weil das Ohr juckt. Kein Rumgehampel. Und rumgespringen. So, ich bin jetzt ganz schön platt. Das war nämlich für mich auch ganz schön anstrengend, sowohl kopfmäßig als auch von der Kondition. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich hoffe, das nächste Training mit Juk wird wieder besser. Aber ja gut, da hat man halt einfach nicht immer einen Einfluss drauf. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag.